Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zu einem erneuten Mario Odyssey Video. Heute will ich mal die fünf verrücktesten Power-Ups, Verwandlungen, Transformationen, wie man es auch immer nennen will, in Super Mario Odyssey euch vorstellen. Und Leute, es gibt wirklich richtig verrückte Verwandlungen, deswegen bleibt dran. Bevor das Video losgeht, wie gesagt, das Gewinnspiel, dass ihr Super Mario Odyssey hier gewinnen könnt, als Spiel für die Nintendo Switch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Abonnent sein und einen Kommentar schreiben. Und am 27.10., was ja auch der Release-Tag von Super Mario Odyssey ist, werde ich dann den Gewinner auflösen. Ja, Leute, lasst uns direkt anfangen mit dem ersten, mit dem fünften, und zwar eine wirklich sehr verrückte Verwandlung an sich ist eigentlich der Goomba, habe ich so nachgedacht. Weil der Goomba ist wirklich schon ein Urgestein der Mario-Szene. Er ist ein Gegner von Mario seit Beginn an. Und bis jetzt gab es nur eine Möglichkeit, und zwar die Goomba-Maske. Aber das war ja keine richtige Verwandlung. Und jetzt haben wir wirklich die Verwandlung, dass wir uns einen Goomba verwandeln können. Da fragen sich die meisten, was bringt einen das? Ein Goomba ist so schwach, einmal draufgesprungen und der ist tot. Aber Leute, der ist sogar ziemlich nützlich in Super Mario Odyssey. Und das werde ich euch jetzt auch verraten. Und zwar habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn man dann auf andere Goomba springt, kann man sich übereinander stacken und sozusagen ein Riesenturm von Goombas werden. Ja, und so kann man höher gelegene Plattformen erreichen und somit natürlich auch weitere Monde kriegen. Eine weitere Fähigkeit ist, dass er in der Eishöhle im Sandkönigreich, das haben wir schon gesehen, dass er dort nicht wegrutscht, dass er dort einfach standfest ist. Mario ist dort weggerutscht auf den Eis, aber der Goomba bleibt standfest und rutscht nicht weg. Deswegen hat der Goomba auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Auf Platz 4 habe ich den Tintenfisch raufgenommen, Leute. Und zwar der Tintenfisch aus dem Seaside-Königreich. Diese kleinen, komischen, aggressiv guckenden Tintenfische, in die sich Mario verwandeln kann, Leute. Und damit hat man einfach die totale Freiheit. Man kann fliegen, so wie mit dem Dreckweg aus Mario Sunshine. Man kann dreckige Oberflächen damit reinigen und man kann sich extrem schnell fortbewegen in der Luft, Leute. Wie geil das einfach ist, und es sieht schon ziemlich lustig aus, wenn dieser Tintenfisch auf einmal den Marios Bart im Gesicht hat, und deswegen, ich finde ihn einfach richtig nützlich und ich musste ihn mit reinnehmen. Er ist eine der verrücktesten Verwandlungen für mich und deswegen auf Platz 4. Auf Platz 3 habe ich die allererste Verwandlung in Super Mario Odyssey, und die ist auch im Cap-Königreich. Im Cap-Königreich, wo es keine Monde gibt, aber Mario fällt dort runter, sieht, dass es alles in Schutt und Asche dort ist, und sieht Cappy, und seine Schwester wurde entführt und Peach wurde entführt und die beiden verbünden sich und der gute Cappy repariert Marios Hut, und daraufhin kommt halt dieser krasse Aspekt zustande, dass Mario einfach jetzt andere Gegner übernehmen kann. Und das erste, was er dort übernimmt als kleines Tutorial in diesem Gebiet, ist der Frosch. Und ich finde, das sieht einfach richtig lustig aus, wo Mario zu dem Frosch sich verwandelt und dann auch mit dem rumspringt. Wir hatten zwar bis jetzt nur ein Froschkostüm in Mario, aber dass er wirklich zu einem kleinen, mickrigen Frosch wird, der einfach extrem hoch springen kann, das ist einfach schon ziemlich crazy. Als zweites haben wir wohl die Verwandlung, das Power-Up schlechthin, was man direkt mit Super Mario Odyssey verbindet, Leute. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass es in dieser Liste drin ist, aber es ist ja nur auf Platz 2. Und zwar der riesige T-Rex, wo alle am Anfang vom E3-Trailer dachten, es sei Monster Hunter. Aber nein, es ist Super Mario Odyssey gewesen. Und ja, Leute, Mario kann die Kontrolle über diesen riesen T-Rex übernehmen. Und der T-Rex hat sogar mehrere Auftritte. Einen hat er sogar noch im Metro Kingdom. Im Modern Kingdom ist er auch und im Cascade Königreich auch. Und dort kann man ihn auch spielen. Ihr seht hier, man kann die Chain Chomps einfach wegballern, als wäre es nichts. Man fetzt sie in die Ecken, als wäre es nichts. Und dazu kann man noch riesige Gesteinblöcke einfach so zertrampeln, wozu Mario so niemals imstande wäre. Das wohl mit Abstand verrückteste Power-Up, was ich bis jetzt gesehen habe, Leute, ist das Stück Fleisch aus dem Lunchen-Königreich, was ganz oben auf dem Berg schlummert. Ja, einfach ein riesiges Stück Fleisch, wo Mario erstmal das Salz abtreten muss. Und dann kann er dieses riesige Stück Fleisch werden. Er muss Cappy auf das Stück Fleisch schmeißen und wird dann das Stück Fleisch. Und dadurch wird dann dieser riesige Vogel getriggert, der ihn dann mitnimmt und in den riesigen Kochtopf, der oben auf Mount Valbono draufsteht, reinschmeißt. Man kann sich sogar ein wenig bewegen als Stück Fleisch. Aber Leute, man muss zugeben, das ist wirklich das verrückteste Power-Up im Super Mario Odyssey. Es gibt noch diese komischen Buchstaben im Metro Kingdom oder diese komischen Seerobben aus dem Snow Kingdom, die so komisch rumbouncen. Aber man muss sagen, das Stück Fleisch, was hier eigentlich leblos ist, ist wirklich das verrückteste überhaupt. Das war's mit der Top-Liste zu den verrücktesten Power-Ups in Super Mario Odyssey, die wir bis jetzt kennen, also die ich bis jetzt kenne. Schreibt mal eure Top-Liste in die Kommentare. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.